Liebe Astro-Rebellen, herzlich willkommen zu eurem astrologischen Kanal. Ich bin Emmanuel von Zenstern, euer astrologischer Lebensberater. Und das ist die allgemeine Monatsprognose für März 2021. Hallo, lieber Wassermann. Zwischen 1. und 3. des Monats beginnst du März mit einem harmonischen Aspekt zwischen Venus und Uranus. Du wirst mehr Abwechslung in deinem Alltag haben oder dafür sorgen und dir den Freiraum für Liebe und Schönheit nehmen, den du brauchst. Positive Neuigkeiten in Verbindung mit dem Themen Bildung, Geld oder Wohnsituation sind am Monatsanfang möglich. Am 4. des Monats tritt Mars in Zwillinge ein. Bis 23. April könnte ein neuer Mensch einen wichtigen Platz in deinem Leben einnehmen. Du wirst dich auf irgendeine Art unabhängiger machen wollen. Diese Aussage gilt in allen Lebensbereichen. In Sachen Liebe wirst du dich darum bemühen, neue Menschen kennenzulernen und spaßige Aktivitäten zu betreiben. Themen wie Kreativität, Bildung, Kinder und Firmengründung werden bei vielen Wassermännern hervorgehoben sein. Am 5. hast du Merkur Konjunktion Jupiter. Du erlebst eine Zeit der Expansion, Anerkennung und des Erfolges. Neue Türen werden dir geöffnet. Die Herausforderung besteht darin, mein lieber Wassermann, das Beste aus den zahlreichen Möglichkeiten zu machen, die dir zur Verfügung stehen. Freue dich und sei dankbar. Zwischen 6. und 11. des Monats haben wir Sonne-Konjunktion Neptun. Kreative Unternehmungen sind begünstigt. An diesen Tagen dürftest du Hintergrundarbeit leisten können oder dich vom alltäglichen Stress zurückziehen. Eine nette Zeit mit einem geliebten Menschen kann sich ergeben. Zwischen 12. und 13. des Monats haben wir einen süßen Neumond in Fische. Bis Mitte April dürftest du eine Verbesserung deiner Finanzen erfahren. Trotzdem solltest du weiter sparen und vernünftig mit deinem Geld und Besitz umgehen. Es kann auch sein, dass du einem Familienmitglied oder Freundin hilfst. Zwischen 14. und 16. des Monats haben wir Sonne-Sextil Pluto. Du dürftest Nachrichten erhalten, die dich schockieren oder ängstigen. Jemand, den du gut kennst, kann bald in große Schwierigkeiten geraten. Im Bereich der Geschäfte und Geldinvestitionen hat man eine besonders positive Konstellation. Am 15. tritt Merkur in Fische ein. Bis 4. April wirst du dich mit dem Thema Finanzen stärker als sonst auseinandersetzen. Wenn diese Aussage nicht zutreffen soll, dann wirst du erneut Kontakt mit einer Person aus der Vergangenheit aufnehmen. Zwischen 17. und 19. März haben wir Venus Sextil Pluto. Eine wichtige Geldinvestition oder große Geldtransaktion ist an diesen Tagen möglich. Die Beziehungen zur Mutter oder Familie dürfte sich verbessern oder gegebenenfalls intensivieren. Starke Emotionen können auch hochkommen. Danach, zwischen 20. und 21. haben wir Sonne und Venus in Widder. Bis Mitte April wirst du mit anderen Menschen mehr unterwegs sein. Du solltest dich so trauen, aus deiner Komfortzone zu kommen und Neues ausprobieren. Deine Haltung zum Leben sollte positiv gepolt sein, mein lieber Wassermann. Wir haben dann zwischen 22. und 24. Merkur Quadrat Mars. Das ist ein unharmonischer Aspekt. Man sollte bei sportlichen Übungen oder beim Autofahren vorsichtiger als sonst sein. Die Verletzungsgefahr ist etwas erhöht. Konflikte und Diskussionen sollen vermieden werden. Zwischen 25. und 27. hast du eine Sonne-Konjunktion-Venus-Aspekt und diese Tage können viel Abwechslung in deinen Bereichen der Liebe und der Familie mit sich bringen. Am 28. haben wir einen schönen, vollen Mond in Waage.
Die Vollendung eines langen Lebensabschnitts steht bei dir an. Du solltest dich für die kommende Zeit vorbereiten. Deine Zukunft beinhaltet viele neue Erfahrungen und Menschen, die auf dich warten. Und deswegen solltest du offen für sie sein, lieber Wassermann. Und dann haben wir zwischen 29. und 31. März Sonne Sextil Pluto. Langfristige Ziele wirst du einfacher erreichen können, wenn du dich disziplinierst und besser organisierst. Lieber Wassermann, ich bin fertig. Wenn du eine individuelle und genauere Vorausschau für die kommenden Monate und Jahre brauchst, bin ich immer für dich da. Du kennst schon meine Webseite und falls du es noch nicht getan hast, bitte abonniere jetzt diesen Kanal, sodass wir schnellstmöglichst 10.000 Abonnenten auf YouTube erreichen. Ich wünsche dir viel Erfolg und Liebe im März 2021. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Video.